Achtung, Achtung, dieses Video enthält echte Vanlife-Realität. Kein Instagram-Brainwash mit Hängematte Sonnenschein, sondern wir haben im Angebot heute schlechtes Wetter, krank sein, sich irgendwo festfahren und komische Autoprobleme. Wir beginnen mit den komischen Autoproblemen. Das schlechte Wetter war eigentlich die ganze Zeit da. Los geht's. Hallo und willkommen in Valencia. So ein scheiß Wetter. Ich bin immer noch angeschlagen. Gestern haben wir richtig Strecke gemacht, sind hier bis nach Valencia gefahren. Aber wir haben nicht wirklich was davon. Ich bin immer noch krank. Leni hat jetzt ein kleines Problem. Es regnet hier ein bisschen rein. Schlecht. Leni hat Wasser im Kraftstofffilter. Und ich habe das gestern Abend gegoogelt, wie ich das da rausbekomme. Und heute Morgen war ich mir nicht sicher, ob ich das geträumt habe, wie es funktioniert. Oder ob ich jetzt wirklich weiß, wie es geht. Ich habe keinen Schlittschraubenzieher, deswegen nehme ich mein Ziegelmax-Pöttchen. Und das hier ist quasi die Ablaufschraube, wo dann hoffentlich jetzt das Wasser rauskommt. Ich habe jetzt eine Mischung aus Wasser, Benzin und Joghurt. Aber hat funktioniert. Ich mache das Ganze übrigens mit einem IKEA. Ich weiß nicht mal, wie dieses Werkzeug heißt. IKEA-Ding. It's possible, Leute. Das beste Werkzeug ist das, was du hast. Ich glaube, jetzt werde ich gesund. Das war so ein bisschen der Motivations-Ego-Kick, den ich gebraucht habe. Sowas zu reparieren. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, auch Valencia zu verlassen, ohne eigentlich wirklich was gesehen zu haben. Wir haben jetzt hier im Prinzip einfach nur 3 Tage abgesessen, weil ich immer noch ziemlich erkältet bin und das Wetter hier ziemlich kühl und grau ist. Ganz Spanien ist in so einem Schlechtwettertief. Deshalb fahren wir jetzt einfach weiter. Mein Herz blutet, ich liebe Valencia, aber es funktioniert aktuell leider so nicht. Die gute Nachricht ist, wir haben ein bisschen Sonne gefunden. Die schlechte ist, dass wir uns total festgefahren haben. Wir sind hier gestern im Dunkeln angekommen und haben einfach alle Red Flags ignoriert. Es ist ja einfach alles unbefestigt. Es hat die letzten 2 Wochen ja nur geregnet. Es war einfach nicht schlau, hierher zu fahren. Haben wir uns bewegt? Haben wir uns nach vorne bewegt? Ja, wir waren fast draußen, aber in der linken Seite das komplette Metallteil genommen. Soll ich weiter? Sieht total harmlos aus, wo wir uns festgefahren haben, aber es hat es in sich gehabt und wir sind auch noch lange nicht draußen. Der Weg hier geht noch sehr lange und unsere Reifen drehen weiterhin durch, weil einfach zu viel Schlamm da dran ist. Ich glaube, wir haben das Gröbste geschafft. Wir sind noch nicht komplett raus. Wir haben noch vielleicht 200 Meter von dem Weg vor uns, der übrigens so aussieht. Meine Reifen sind halt komplett ohne Griff aktuell und hier oben ist so eine Art Wagenplatz und hier konnten wir jetzt einfach ein bisschen zur Ruhe kommen und mit neuem Mut, nachdem wir gleich noch was gegessen haben, noch den letzten Stück schaffen und die Sonne trocknet hoffentlich auch so ein bisschen den Weg.
gemacht. Ja, haben wir. Wir sind sehr froh, dass wir raus sind. Und ich glaube, Leni noch viel mehr. Es tut mir wirklich leid, was wir ihr so offroad-mäßig da irgendwie angetan haben. Naja. Das erste Mal seit 2 Wochen, dass ich wieder mein Fahrrad fahre. Ich fühle mich jetzt fast wieder ganz gesund eigentlich und habe auch wieder die Kraft zum Fahrradfahren. Das freut mich. Und der Stellplatz hier ist nah am Fluss, sagen wir es so. Aber mehr Vorteile hat er auch nicht. Ich muss heute zur Post, um für meinen Online-Shop die Bestellung wegzuschicken. Deshalb habe ich da immer so ein bisschen eine kleine Bindung an Städte und Infrastruktur. Wenn hier nicht noch so ein paar Palmen, würde ich wirklich denken, ich bin in Deutschland. Krass, was einfach so ein Fluss ausmacht. Wieder richtig lebendig im Vergleich zu den letzten 2 Wochen. Die Motivation fehlt noch so ein bisschen, aber ich bin zuversichtlich, dass auch die wieder zurückkommen wird. Wir sind gerade hier oberhalb von Barcelona, so ein bisschen in den Bergen. Richtig schöner Platz, ganz für uns alleine und auch richtig schöne Gegend hier, Weinberge und Olivenhaine und so. Aber auch hier werden wir nicht lange bleiben, da wir ja Termine haben, also nicht ich, aber Jascha, und er nimmt ab Frankreich den Zug und der ist schon gebucht. Das ist echtes Laub, für mich wie im Herbst. Keine Ahnung, wann ich das letzte Mal Laub gesehen habe. Ich habe ja irgendwie den Herbst so ein bisschen übersprungen. Es macht voll Spaß, so durch die Vegetationszonen zu reisen. Schon fast französisch hier, oder? Ja. Das ist total sinnlos mal wieder. Ich versuche mit Kreppband und einer Cornflakes-Tüte. Ja. Ich will es gar nicht erzählen, es ist peinlich. Es könnte aber funktionieren tatsächlich. Es passt eigentlich genau darum. Aber wo wir gerade dabei sind, ist auch mal wieder ein Ölmessen fällig. Gerade jetzt, wo ich so viel fahre. Geht das ganze Öl hin. Heute machen wir was echt Schlimmes. Wir verlassen Spanien. Ich habe sowieso das Gefühl, dass Spanien uns so ein bisschen rausschmeißen möchte mit dem Wetter. Es hat heute wieder die ganze Nacht geregnet und es macht uns den Abschied auf jeden Fall nicht schwer. Nur Leni. Leni war ja richtig lange in Spanien. Leni war noch länger in Spanien als ich, weil ich ja in Deutschland war zwischendurch. Letztes Jahr erst von Juni bis August
Und dann nochmal von Oktober bis Ende März. Boah, Lini, du bist schon fast Spanierin, würde ich sagen. Spanien-Frankreich und ich mag es immer sehr, hier durchzufahren. Das ist immer so ein Abschluss und Neubeginn. Ja, bisschen traurig. Wir sind in Frankreich, ganz eindeutig. Hier ist gerade schon ein Jogger vorbeigekommen und ich habe natürlich ganz freundlich Hola gesagt. Und dann fiel mir ein, oh. Wir sind hier in einer Kleingartenanlage. Richtig süß klein, hier am Fluss. Richtig viel gefahren heute. Meine Augen sind quadratisch. Deshalb freue ich mich, dass es noch ein bisschen hell ist und wir noch eine Runde am Fluss gehen können. Kleingärtenanlagen finde ich immer super schön zum Stehen. War ich auch in Deutschland oft. Die französische Luft ist auf jeden Fall schon deutlich kühler. Und es ist richtig grün. Das gefällt mir aber gut. Den Sonnenuntergang haben wir schon länger nicht mehr gesehen, oder? Ja, das stimmt. Guten Morgen. Die Sonne scheint. Meine Polster, die faulenzen auch schon hier in der Sonne, weil sie schimmeln. Wir sind jetzt angekommen bei Avignon, wo Jascha morgen den Zug nimmt. Ich fand es aber auch mal wieder richtig schön, viel zu fahren und viel nachzudenken. Autofahren ist wie meditieren für mich irgendwie manchmal. Einfach den Gedanken irgendwie, die auch ziehen zu lassen und kommen zu lassen. Nach dem Regen kommt der Sonnenschein und so ist es einfach, wenn man lange unterwegs ist, gibt es immer hoch und runter, hoch und runter. Ein kurzer Urlaub mit dem Van, da ist bestimmt alles super schön für eine kurze Zeit lang, aber irgendwann, gerade wenn du das echt länger machst und auch keine Wohnung hast, so wie ich, dann boah, zehrst du echt an manchen Situationen dann und das ist kein easy Leben manchmal. Manchmal ist es harte Realität. Aber ich würde es trotzdem nicht eintauschen wollen. Die ganzen Erfahrungen, die ich schon gemacht habe und die ich auch noch machen werde, an denen ich auch immer wieder gewachsen bin.